So, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Paul. Ja, wir sind heute in Erevan. Es ist die Hauptstadt von Armenien. Wir sind heute im Urlaub. Heute hier im Hotelbalkon eine schöne Kulisse. Genau, hier habe ich noch Fuse-Tee. Das ist nicht aus Armenien, das ist nämlich vom Flughafen Athen. Da gab es das in so einem Flughafenshop. Das ist nämlich keine normale Sorte. Das ist nämlich hier Zitrone mit irgendeinem Kräuter. Das sieht aus wie Lauch so ein bisschen oder irgendein Gewächs, genau. Das sind die Zutaten hier hinten. Da kann man jetzt nicht viel entziffern draus. Ich guck mal, ob ich da irgendwas rausbekomme. Ja, so. Man erkennt, dass hier auf 100 Milliliter 19 Kalorien drin sind. Und Zachara irgendwie 4,4 Gramm. Das konnte man jetzt nur so ein bisschen erahnen. Naja, gucken wir mal, was der Geschmack sagt. Vielleicht ist das ja auch einfach nur die normale Zitronenvariante. Ich hoffe mal nicht. So. Es riecht eigentlich nur wie nach Zitroneneistee, ganz normal. Ja, eigentlich gehört Schweppes zu, Fuse-Tee zu Coca-Cola, das steht hier unten drauf. Genau, so. Na, ich nehme jetzt mal den ersten Schluck. Das ist ein schwarzer Eistee. Ja, schmeckt schon nach Zitrone auf jeden Fall. Aber den, was immer der andere Geschmack sein soll, diese Frucht hier, das kann ich jetzt noch nicht entziffern. Das ist ja keine Frucht, das ist ein Kraut, ehrlich gesagt. Ja, schmeckt lecker. Vielleicht ein Tick anders als der normale Zitroneneistee. Da ist schon eine andere Note dabei, kann man jetzt aber auch nicht genau entziffern. Es sind 0 Punkte auf der Kohlensäureskala, hier ist keine Kohlensäure drin. Ja, und geschmacklich schmeckt das gut, würde ich 6 Punkte dem Eistee geben. Ja, braucht man bei uns in Deutschland jetzt nicht unbedingt rausbringen, hier die Sorte. Kann man machen, muss man nicht. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.